Frau Wiescher, Sie sind die zweite Vorsitzende der Cheerleader-Akademie in Bochum. Die Akademie gibt es jetzt seit 7 Jahren. Was hat sich in der Zeit getan? Ja, ziemlich viel. Wir haben 2008 damals sehr klein angefangen, eigentlich nur mit einem Damenteam und ja, 3, 4, 5 kleinen Mädchen. Ja, daraus hat sich ziemlich viel entwickelt. Mittlerweile haben wir rund um die 90 Mitglieder. Ja, mit den Mitgliedern sind auch die Erfolge gekommen. Dieses Jahr waren unsere kleinen Mädels zum Beispiel NRW-Meister und sind auch zur Deutschen Meisterschaft gefahren. Darauf sind wir ziemlich stolz, auf das, was wir hier die letzten Jahre aufgebaut haben. Sie sind selbst seit 7 Jahren jetzt sehr intensiv dabei. Was ist das Faszinierende an diesem Sport? Eigentlich ist das Faszinierende, dass man immer wieder was Neues hat. Der Sport ist sehr, sehr vielfältig. Man hat Touren, man hat Springen, man hat die Pyramiden, man hat das Tanzen. Ja, man macht quasi jedes Training immer wieder was anderes, mischt das und kann sich da kreativ extrem ausleben. Und jedes Mädchen kann auch seine speziellen Talente mit einbringen. Ja, und ich sage immer, Cheerleading ist so ein bisschen wie eine Sucht. Wenn man einmal damit angefangen hat, dann will man auch nicht wieder aufhören. Also ich habe selber versucht, 3-mal aufzuhören. Es hat immer wieder nicht geklappt. Was müssen die jungen Mädchen, die jungen Damen mitbringen? Eigentlich erstmal einfach ganz viel Spaß an Bewegung. Auch ein bisschen Zeit, wir haben schon 2 bis 3 Mal die Woche Training. Ja, ein bisschen Talent für Rhythmusgefühl, für Tanzen ist ganz gut für den Anfang. Ja, aber alles andere versuchen wir denen dann eigentlich beizubringen. Wie viel Mut braucht man auch dazu? Ja, Mut braucht man schon und vor allem Vertrauen. Also wenn man sich so von einer großen Pyramide runterstürzt, dann muss man seinen Mädels da unten schon viel vertrauen. Deshalb versuchen wir auch immer viel fürs Teamgefühl zu tun, weil ohne das geht es eigentlich gar nicht. Man hat den Eindruck, die Akzeptanz beim Cheerleading steigt. Stimmt das? Ja, das stimmt schon. Also früher, als ich angefangen habe, wurden wir auch noch belächelt von wegen, ja, das sind die Mädels, die am Rand stehen und hübsch mit dem Popo wackeln. Die Zeiten sind eigentlich langsam vorbei, zumindest wenn man jetzt mit der jüngeren Generation spricht und sagt, ich mache Cheerleading, dann wird man eigentlich nicht mehr ausgelacht, sondern dann wird gesagt, oh, echt cool, das ist ja eigentlich ein ziemlich harter Sport und das ist es wirklich. Das klingt so, als hätten Sie keine Nachwuchssorgen. Nein, eigentlich nicht. Also vor jungen Mädchen können wir uns eigentlich nicht retten. Wo wir gerade ein bisschen dran sind, ist an unserem Damenteam. Da gab es einen Trainerwechsel und wir bauen das im Moment komplett neu auf. Da also gerne alle jungen Mädchen ab 16, kommt vorbei. Ganz am Ende, Sie haben 1, 2, 3 Wünsche frei, wie auch immer. Ja, größter Wunsch wäre eigentlich eine feste Sporthalle, wo wir unsere Matten immer komplett liegen lassen können, die quasi nur für uns ist. Ja, eine Cheer Academy Bochum-Halle, das wäre schon nett. Und ja, natürlich viele Qualifikationen für die Deutsche Meisterschaft im nächsten Jahr, das wäre so unser großes Ziel. Okay. Dankeschön und viel Erfolg.